Okay, dieses Video könnte relativ kurz werden. Also ich habe nun von wirklich einigen bis vielen gehört, die die 80-10-10-Ernährung machen oder Raw Till 4, High Carb, die ich jetzt ja auch fast ein Jahr gemacht hatte und bei mir auf Dauer nicht funktioniert hat. Also ich kann das mal kurz abhandeln. Ich wollte die Empfehlung von Dorian Ryler genau, also den Empfehlungen genau nachgehen. Die da ist grundlegend mindestens 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo im Körpergewicht. Ich hatte damals ca. 90 bis 93 Kilo gewogen. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, wenn nicht sogar mehr. Und es war halt eine Mindestempfehlung für ihn. Und wenn man halt so viel Sport macht, war die Empfehlung eigentlich noch höher. Logischerweise, wenn das schon eine Mindestempfehlung war. Und da kommen bei mir dann wirklich 4.500 bis 6.000 Kalorien raus. Das habe ich dann wirklich durchgezogen, um das auszuprobieren. Ich habe nach knappem Jahr dann halt ungefähr, also ich hatte in den ersten 4 Wochen, da hatte ich aber erstmal weniger gegessen, auch erstmal 100% roh gemacht. Da hatte ich 5 Kilo abgenommen. Die habe ich dann nach 10 Monaten wieder zugenommen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich dann insgesamt mehr Wassergewicht hatte und weniger Muskulatur. Ich konnte stetig immer weniger und weniger trainieren und es wurde immer anstrengender, besonders halt nach gekochten Mahlzeiten wurde es immer anstrengender und es wurde wirklich extrem quälend für mich. Und wenn für mich etwas quälend ist, dann ist das schon sehr ausschlaggebend, weil ich mich schon, weil ich Qual eigentlich durch meinen Extremsport in der Vergangenheit eigentlich sehr, sehr stark gewohnt war. Und es war für mich so extrem leidvoll, dass ich fast Bock hatte, ich drück's jetzt mal so drastisch aus, zu krepieren. Also ich will damit nicht irgendwas schlecht machen oder sowas, sondern ich will wirklich wahrheitsgemäß meine Gefühle schildern und keine Angst davor haben, dass es irgendwie falsch interpretiert wird, sondern will das wirklich dann auch klar sagen, dass ich wirklich, dass das wirklich bei mir so krass war und da habe ich dann halt für mich den Cut gesetzt. Also ich habe es schon wirklich sehr weit getrieben für mich. Also ich habe wirklich ungefähr 5.000 Kalorien am Tag gegessen, manchmal 6.000, manchmal 4.500. Und es war dann wirklich sehr qualvoll. Und viele sehen das halt oder machen ähnliche Erfahrungen, auch wenn die natürlich das nicht ganz so extrem getrieben haben. Was heißt extrem? Ich wollte einfach halt nur den Empfehlungen genau folgen, die Julian weitergegeben hat. Und viele sagen aber auch wirklich, dass die gar keine Lust haben, sich so voll zu stopfen. Dass das auf den Keks geht und das Problem, was die da halt haben, ist, dass sie wirklich sehr viel Hunger haben. Und da ist halt wirklich die einfachste Lösung und die Lösung meiner Meinung nach, die ich auch schon von vielen gehört habe, beziehungsweise erlebt habe, auch denen ich schon halt Tipps diesbezüglich gegeben habe und bei mir selber, und zwar das Saftfasten. Und zwar ist es so, nach meinem Erkenntnisstand, was bei mir auch funktioniert hat, dass Kochkost nur mit Hilfe von Darmbakterien und Darmparasiten verdaut werden kann, die wiederum aber auch einen eigenen Stoffwechsel haben und dadurch auch Ausscheidungen haben. Man sagt, ungefähr ein Drittel des Kotes ist nicht von einem selber. Und diese Ausscheidungen, die vergiften einen wieder und verursachen dann das Hungergefühl, weil nämlich eine Vergiftung immer Hunger verursacht, weil durch eine erneute Nahrungsmittelaufnahme wird die Entgiftung oder die Rückvergiftung sozusagen gestoppt und damit geht der Hunger dann weg. Deswegen will man halt die ganze Zeit essen. Und die Darmparasiten, die wollen halt auch mitessen. Und beim Saftfasten ist es so, dass der Hunger dann wieder mehr ins Normale reguliert wird, dadurch, dass einfach ein Teil dieser Darmbakterien, die man dann nicht mehr braucht, abstirbt, beziehungsweise mit ausgespült wird, und die ganze vergiftenden Ausscheidungen erstmal 1 Woche lang wegbleiben, weil man halt nur rohe Säfte trinkt und der Darm dann auch mehr Energie hat, um sich zu heilen, dadurch, dass keine Ballaststoffe hinzugefügt werden. Und dann ist es halt wirklich so, dass der Hunger nach dem Saftfasten, wenn man das Saftfasten richtig durchführt, deutlich runterreguliert ist. Und ja, für solche Leute, denen kann ich halt nur empfehlen, das mal wirklich auszuprobieren. Das jetzt nicht zu glauben, was ich sage, sondern das wirklich selber auszuprobieren und wie es einem damit geht. Und da halt dann vielleicht mal die Angst auch dann wirklich davor abzulegen und halt wirklich offen sein dafür. Das wäre jetzt so meine Empfehlung.
Und wie man ein Sachfasten richtig durchführt, da verlinke ich euch jetzt ein Video. Das werde ich jetzt hier nach machen und davor aber hochladen. Alles klar, bis dahin, das wollte ich nur kurz sagen. Ciao.